Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dem heutigen Konzert hier am Sonntagnachmittag mit der Neubrandenburger Philharmonie unter der Leitung von Daniel Klein und 7 großartigen jungen Solistinnen und Solisten der Young Academy Rostock. Wir hatten schon am Donnerstag das große Vergnügen, dieses Programm in Neubrandenburg zu erleben, und deshalb weiß ich genau, worauf ich mich jetzt schon freuen kann. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist wirklich ein hochspannendes und bewegendes Konzert. Und die Freude, ich glaube, teilen wir alle, dass wir dieses tolle Orchester heute hier wieder haben. Dieses Orchester, das uns jetzt seit vielen Jahren, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Jahre es sind, uns die Treue hält. Junge Solistinnen, Solisten fördert. Vielen, vielen Dank. Für uns ist das längst fester Bestandteil unserer Ausbildung geworden, dass wir darauf hinfiebern, die jungen Solisten darauf vorbereiten. Es ist ein komplexer Auswahlprozess inzwischen. Im Januar findet ein Auswahlvorspiel statt. Diesmal hatten sich 15 dafür beworben, 15 junge Musikerinnen und Musiker. Dann sind es am Ende 7 geworden, die jetzt hier im Programm erscheinen. Aber alle anderen hätten es auch verdient, hier zu spielen. Das ist eben doch die Qual der Wahl, die wir dann treffen müssen. Aber gewiss ist, dass wir im nächsten Jahr ein weiteres Konzert haben mit diesem tollen Orchester. Insofern wird dann irgendwann, früher oder später, jeder auch die Chance haben, hier zur Geltung zu kommen. Ich werde Ihnen im Laufe dieses Programms die jungen Solistinnen und Solisten etwas näher vorstellen, weil ich habe ein ganz besonderes Anliegen, nämlich Ihnen darzustellen, wie komplex Fördersituationen sind. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir als Hochschule sie fördern, sondern in allererster Linie sind es die wichtigsten Kooperationspartner der JARO, nämlich die Musikschulen. Die Musikschulen überall, mit denen wir so eng zusammenarbeiten, alle sind aus den Musikschulen herausgewachsen, in die Hochschule hinein. Und wie spannend diese Situationen sind, werden Sie im Laufe dieses Programms erleben. Der erste Solist ist Johann Heller. Er lebt in Leipzig und ist gewissermaßen mit seinem Lehrer David Petersen, der hier inzwischen fester Fagottprofessor ist, zu uns gekommen. Obwohl die beiden in Leipzig leben, habe ich das Gefühl, ich sehe sie fast ständig hier in Rostock. Also irgendwie kriegen sie das magisch hin, oft hin und her zu reisen. Die zweite Solistin kennen Sie vermutlich alle. Merit Luisa Vogel stammt hier aus dem Konservatorium in Rostock. Ich bin froh, dass der Direktor des Konservatoriums, Edgar Sheridan-Braun, heute hier ist, denn er hat wirklich Grund, stolz zu sein. Nicht nur stolz auf die tollen Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf die Kolleginnen und Kollegen. Denn diesen Namen muss ich jetzt hier auch einmal nennen. Sabine Franz ist die Lehrerin von Merit Luisa Vogel, die hauptamtlich am Konservatorium beschäftigt ist, aber durch ihr großartiges Tun längst hier fester Bestandteil auch der Hochschule geworden ist. Also hier im Frühstudium auch Merit fördert. Und wie großartig das gelingt, davon überzeugen Sie sich jetzt. Selbst wenn Sie jetzt zweimal Weber hören, gewisserweise, erstens das Weber-Fagottkonzert und dann die Paraphrase über Freischütz von Weber. Viel Spaß damit.
So, meine Damen und Herren, die folgende Solistin wird jetzt in besonderer Weise vom Orchester auf Händen getragen. Sie stammt nämlich aus Neubrandenburg und hatte am Donnerstag ein echtes Heimspiel. Auguste Koch ist inzwischen Frühstudentin hier bei uns an der JARO, war natürlich und ist noch immer Schülerin an der Concentus Kreismusikschule in Neubrandenburg. Und ich darf vielleicht ein kleines Geheimnis verraten. Ihre Mutter sitzt nämlich direkt hinter ihr, wenn sie gleich spielt, in der ersten Geige. Also eine ganz besondere Aufführungssituation hier heute für Auguste. Freue mich sehr auf das Saint-Saëns-Konzert. Danach hören wir Avelina Naye, die, wenn wir schon über Ausbildungssituationen sprechen, etwas ganz Besonderes sich zumutet. Sie stammt von der Insel Usedom und ist Schülerin an der Musikschule in Lübeck, gehört unserem Netzwerk an, ist also noch gar keine Frühstudentin, fährt also jede Woche von Usedom nach Lübeck und zwischendurch macht sie dann immer auch mal Halt in Rostock für alle möglichen Proben und natürlich auch Unterricht bei meinem Kollegen Christoph Enzel. Und wie toll das gelingt, wie toll die Arbeit an der Musikschule in Lübeck ist, davon werden Sie sich jetzt überzeugen. Viel Spaß mit Auguste Koch und Avelina Naye.
Das war Tobi Ulias Brechler mit dem tollen Konzert von Edvard Grieg. Er stammt aus Teterow, ist dort durch die Musikschule in Güstrow sehr gefördert worden, ist inzwischen Schüler unserer Partnerschule am CJD, Christophorus-Gymnasium. Ich sehe auch, dass das CJD vertreten ist hier, freut mich besonders. Er lebt ja dort im Internat und hat sich ganz jetzt dem Klavier verschrieben. Und nicht nur dem Klavier, denn seine besondere Neigung ist es auch zu komponieren. Tobi komponiert für sich und auch für andere die erstaunlichsten Dinge, kann man wirklich sagen. Also freuen Sie sich drauf, wenn Sie auch mal ihn mit seinen eigenen Werken hören. Wir setzen das Programm fort mit Paula Prudlow hier aus Rostock. Sie ist hier natürlich keine Unbekannte. Sie hat in vielen, vielen Konzerten bewiesen, wie geradeaus ihr Weg geht, wie besonders sie auf ihrem Instrument wirkt. Sie hat im Sommer etwas ganz Besonderes vor sich. Sie fährt nämlich mit uns nach Riga und wird dort solistisch das Saint-Saëns Cello-Konzert mit dem Young International Orchestra spielen. Das Orchester, was wir eigentlich hier beheimatet hatten über die letzten Jahre mit unseren Freunden der Emil Dargins Schule in Riga zusammen. In diesem Jahr wird die Arbeitsphase komplett in Riga stattfinden. Sie werden hier alle leider nichts davon zu hören bekommen. Vielleicht dann im Livestream oder in der Aufnahme. Aber wir haben das große Glück, Paula mitzunehmen nach Riga und sie dort erleben zu können. Sie wird hier in schöner Gemeinsamkeit auch vom Konservatorium Rostock und der Hochschule unterrichtet. Ihr Lehrer des Konservatoriums, Andreas Lindner, ist auch heute hier. Und hier Antonietta Emanuilova ist ihre Lehrerin hier in Rostock. Ja, viel Spaß mit Paula Prudlow und Edvard Elgar.
Ja, das war Paula Prudlo aus Rostock. Wir kommen nun zum Abschluss des Programms. Simon Haye wird als letzter nun das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow für uns spielen. Simon macht auch etwas ganz Besonderes. Er stammt aus Berlin, wird dort durch das Julius-Stern-Institut bereits gefördert, also Kollegen an der UdK in Berlin, hat aber hier seinen idealen Lehrer gefunden mit Professor Bernd Zack und kommt hier gerne und oft nach Rostock, so wie ich das wahrnehme, und wird durch uns sehr gefördert, durch die JARO, und also eine spannende Kooperation zwischen den beiden Hochschulen, die hier ganz wunderbar gelingt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die dieses Konzert so zum Erfolg haben werden lassen. Das sind natürlich in erster Linie meine Kolleginnen und Kollegen, die sich so sehr dafür einsetzen, denn Sie können sich alle vorstellen, sowas gelingt nicht über Nacht, sowas ist immer ein Produkt lang angelegter Arbeit und konzentriertes Üben gemeinsam, und insofern weiß ich das sehr zu schätzen, dass natürlich da nicht mehr auf die Uhr geguckt wird und viele Proben extra und Unterrichte außer der Reihe gegeben werden, und nur so ist sowas nachher auch vorstellbar. Vielleicht mal einen Applaus für die ganzen Kollegen, die das. Vielen Dank. Das schließt auch die beiden Kollegen ein, die ich noch nicht genannt habe, was ich aber gerne einmal nachholen möchte. Das ist Daniel Paulich, der so großartig mit Auguste Koch arbeitet. Und natürlich Lilith Grigorian, die immer an unserer Seite ist, ohne die wir uns die JARO schon gar nicht mehr vorstellen könnten, die so fantastisch mit Tobi Brechler arbeitet. Das wollte ich noch einmal sagen. Aber zuallererst bedanke ich mich natürlich bei unseren Gästen heute hier auf der Bühne, bei der Neubrandenburger Philharmonie. Diese Partnerschaft, diese Freundschaft ist uns viel wert, und ich glaube, Sie erleben es selbst jedes Jahr wieder, wie besonders diese Konzerte sind, wie sehr wir alle wahrnehmen, dass sich alle so steigern mit einer solchen Unterstützung eines so tollen Orchesters. Vielen, vielen Dank an die Neubrandenburger Philharmonie. Mein besonderer Dank gilt Daniel Klein, der die Leitung des heutigen Konzertes übernommen hat. Ganz wunderbar, wie er mit jungen Talenten auch arbeitet und sich dem so hingibt. Vielen, vielen Dank an Daniel Klein, und ich wünsche Ihnen jetzt einen fulminanten Abschluss mit Sergei Rachmaninow und Simon Haye.